Leute, willkommen zurück zu Craft Attack. Das ist meine dritte Folge. Felika ist dabei und die carried mich jetzt durch die tiefsten Höhlen. Und wir werden mir noch kurz eine Diamantrüstung organisieren. Und dann gehen wir in eine Trial Chamber, weil ich habe hier diesen Trank. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das erstmal hier safen soll, falls wir draufgehen, dass dieser Trank nicht draufgeht, ja? Dann lasse ich einfach mal wir hier drin. Wir haben noch einen anderen sonst auch. Ja, aber dann hast du zwei vergeudet sozusagen, Felika. Ich bin ja im Prinzip letzte Folge hergekommen und habe dich ausgeraubt und erpresst. Und das tut mir leid. Ja, das stimmt. Deswegen. Ja, ist okay. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ich habe mich komplett bei dir bedient. Das tut mir mega leid. Wo gibt's denn hier Höhlen noch? Lass mal in die Richtung gehen. Ich weiß, wie man Höhlen gut findet. Hast du ja genug Essen? Ich habe 64 Melonen und 4 Cooked-Matten. Die Melonen sind ja Gigascheiße. Die Melonen sind Gigascheiße, okay. Dann lass kurz bei Villager noch Brot holen. Okay. Ich war mit Melonen in diesem Chamber-Ding drin, das war kompletter Krampf. War gar nicht gut. Nein, es war wirklich ganz schrecklich. Warte, ich habe, glaube ich, genug Brote für uns. Okay, das wäre nice. Ja, aber ich esse erstmal die Melone. Also ich brauche die erst einmal hier auf, jetzt wenn wir in so eine Höhle gehen. Guck mal, du kannst dir doch ein Brot gönnen. Ja, ich will. Guck mal, ich bin hierher gekommen, habe mich einfach voll reinschmarotzt hier. Ich esse erst die Melone und heb mir die Bröte erstmal auf. Boah, schön, alle drei Blöcke eine Melone essen. Alle drei Blöcke eine Melone. In der Chamber, aber wir gehen ja jetzt erstmal in eine Höhle. Guck mal, hier ist eine Höhle. Geht's hier tief? Nein, hier geht's nicht tief runter. Lass mal, wir finden direkt eine, die relativ offen ist, oder? Jein. Lass mal, ich sag dir, wo ein guter Punkt ist, um reinzugehen. Was auch gut wäre, wenn wir zum Beispiel einen Ozean finden. Und dann können wir nämlich Türen craften. Ist hier deine Grenze? Ja. Was, Alter? Wie riesig baust du? Ich bin mir da auch noch unsicher. Das ist größer als erwartet, wenn man das so aufzeichnet. Felika. Ja, okay. Ich glaube, da gehen wir rein, oder? Machst du MLG runter? MLG? Soll ich runter machen? Let's go. Bam. Aber ich traue mich nicht tiefer, weil ich will nicht, dass mein Totem Dings. Weißt du, was ich meine? Ah, gut, ja, let's go. Stimmt, du hast ja auch ein Totem. Ja, ich bin erstmal safe. Oh mein Gott. War hier schon jemand drin? Das hat funktioniert. Ja, da ist eine Fackel. Warst du schon war hier kann drin? Gut sein. Nee, ich war hier noch nicht. Maybe G-Time und Revi, ich glaube, die sind hier in der Nähe. Die bauen, echt? Ist das nicht? Ist das so die nah? Die müssen eigentlich in der Nähe sein. Doch, die haben das Mesa-Biom neben dran. Doch, die sind nee, genau die sind hier im Savannen-Biom, da war ich nämlich bei denen. Ja, genau das meine ich doch. Lass mal hier runter einfach. Straight runtergraben. Let's go. Gut, grab einfach den anderen hier nebendran. Oder du wartest, bis ich sag, spring hinterher, dann mache ich dir Wasser unten hin. Kann ich dir vertrauen? Ja, Junge, weißt du, was ich. Ich krieg bestimmt übel den Shitstorm, wenn ich dich was? Da jetzt. Wenn du jetzt da drauf gehst. Und du bist neu, du kriegst schon noch dein Fett weg, wenn ich TNT hab oder so. Ich hab noch Welpenbonus gerade. Und das Ding ist halt, ich brauch dich, weißt du? Das wäre halt blöd, wenn ich mir jetzt bei dir verkacke. Okay, nach dem Dungeon werde ich einfach weggeklatscht. Warte, du kannst runterspringen. Siehst du das Wasser? Spring. Gut. Dankeschön. Passt. Und jetzt geht's hier nämlich tiefer. In den tiefen Schiefer. Ja, schöne, große Höhle. Ja, ist jetzt nicht so groß, aber kann noch groß werden, theoretisch. Ja, aber hier so stößt man sich Kopf an. Kacke. Vertrau mir, das wird. Achtung. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, wir drehen wieder um, oder? Warte mal. Ich glaube noch dran. Weißt du, es ist so bis zum letzten Moment. Ja. Aha, guck, Felika. Oh. Guck. Man muss mir einfach nur vertrauen. Dann du spielst das Spiel doch öfter, oder? Ja. Und sogar an meinen Chef. Jetzt kommt es nur drauf an, die Diamanten zu finden. Da hinten ist ein Warden-Biome. Aber da spawnen auch erstmal keine Monster und man kann gut Diamanten finden. In so einer finden. Ähnlichen Höhle war ich, glaube ich. Aber es war doch nicht hier. Okay. Ja. Hier, es ist Lapis, kacke. Boah, ich habe gar kein Schild dabei. Hast du ein Schild? Ich habe auch nicht. Ich kann dir eins geben, weil ich habe ja Totem. Oder brauchst du wieder bei einem halben Herz mein Totem wie ein Hardkern? Nein.
Nicht? Lebst du? Nein, noch? Quatsch. Wir triggern jetzt nicht den Warden, ne? Da steht eine Fackelscheiße. Nein, nein, machen wir nicht. Oh. Oh, shit, Alter. Hier die ganzen Mobs. Guck mal, nimm mal hier mein Schild, weil ich halte das Totem ja in der Hand. Dankeschön. Felika! Oh Gott, achte. Warte. Sollen wir mal hier hinten den Atzen abbauen zum Spawn? Dass wir hier einfach rumlaufen können? Ja, oh, it's Brad. Was bin ich für ein krasser Typ? Hä, was ist das für ein Achievement? Wenn ich einen Mob kille in der Nähe von einem Spreader-Dingsbums da. Guck mal, ja, hier hat halt jemand Fackeln gesetzt. Das heißt, hier war schon safe jemand. Aber derjenige hat safe irgendwas übersehen. Und die Höhle geht ja bestimmt noch weiter, weil hier unten sind zum Beispiel keine Fackeln. Aber halt auch keine Diamanten. Ich bin halt dafür, wir laufen da lang. Ah, oh Mann, ey. Das hasse ich so. Wenn du halt kein Glück hast und direkt in eine geile Höhle kommst, dann hast du so Arschhöhlen einfach. Ja, komplett. Na. Oh Mann. Hier hoch vielleicht? Ich versuche jetzt halt in eine andere Höhle reinzukommen. Oh, wir spawnen den Warden, Felika. Oh, nein, oh, nein, shit, nein, nein. Wir haben noch drei Verwarnungen. Drei Verwarnungen. Warte. Hier oh mein Gott. Alter, ist das dunkel. Wo bist du? Ich bin stehen geblieben. Das ist eigentlich keine gute Idee, einfach so stehen. Aber da ist gerade Wasser runtergegangen. Ja, genau, da musst du lang. Perfekt. Wo bist du? Du kommst da gar nicht. Im Wasser drin. Aha. Ich warte. Du kommst irgendwie gar nicht. Ich bin bei Fackel. Hä? Ich bin neben dir. Hinter dir, hinter dir. Wo kommst du her? Das Wasser habe ich da unten reingeschüttet. Aus dem Hinterhalt. Das kam hier irgendwann eine Seite runter. Oh, ich seh dir's. Stark. Jawohl. Das lassen Achtererz sein, bitte. Guck mal, und hier ist direkt eine Fackel. Also wie man das übersehen kann. Ja, das check ich auch nicht. Aber wahrscheinlich wurde derjenige von Warden verfolgt oder so und war im Stress. Das kann halt sein, oder? Ach so. Oh, wir müssen hier auch ein bisschen was abbauen. Oh. Eins, zwei, drei Stück auf jeden Fall schon mal. Ich habe die zweite Verwarnung bekommen. Ich merk's, weil ich habe den Effekt auch. Ja. Und ich löse jetzt die dritte Verwarnung aus. Ich sneak jetzt. Ich darf halt nicht essen. Ich sneak einmal kurz durch. Ja. Wenn er Warden kommt, rennen wir einfach, ja? Oh jo. Wenn ich jetzt so durchsneake, sollte nichts passieren. Nein, Quatsch. Ja. Da hinten ist ein bisschen deep. Ich sehe den nächsten Diamanten am Ende der Höhle. Ich glaube, es sollte passen. Ab hier ist kein Shrieker mehr. Ja, hast du nicht so eine hohe Dingsbums? Oh, und hier ist auch einer. Felika, doch, Felika, Augen auf, Mann. Hier. Hä, was? Guck mal. Im Diamanten finden bin ich. Na, King. Das kann nicht sein. Und da vorne ist auch einer. Am Ende der Höhle, da vorne. Hinter den Spinnen. Guck, du kämpfst gegen die Mobs und ich lauf zu den Dias. Ja? Easy. Oh, jetzt sehe ich sie, ja. Da, die habe ich schon von da hinten gerochen. Okay, ein Dia-Helm hätten wir safe. Dia-Helm wäre safe. Am Start ohne Creeper. Dummer Creeper. Geil. Wo bist du lang? Ich bin kurz in so einen Seitengang rein. Aber ich glaube, da ist nichts. Ja, da stand auch eine Fackel. Deswegen bin ich weiter. Ja gut, aber da eben neben den anderen Diamanten auch, also... Ja, stimmt, stimmt. Du hast krassere Augen einfach, weißt du? Ja, und das obwohl ich alt bin. hier runter. Vielleicht ist da... Oh, da unten geht's nochmal in dieses Biom. Oh, shit. Oh, sorry. Ich hab, alles gut. Oh, guck, Diamanten. Ey, das läuft, Mann. Ah, ja, okay. Oh, ja. Doch, klar, besser als erwartet. Ja. Wenn wir jetzt noch eine Glücksspitzhacke gehabt hätten.
Wäre jetzt geil. Aber in so Tripstone Caves gibt es seltener so Diamantenerze. Aber da muss man jetzt durch. Ist das so? Ja, ja. Weil halt alles mit diesen Tripstones voll ist. Du findest in so größeren Höhlen halt besser was. Bin am Überlegen, kurz da unten rein zu linsen. Mhm. Aber hier ist auch wieder. Da kommt gleich wieder eine große Höhle, pass auf. Nee, ja. Hier sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Hier kommt dann plötzlich Gravel. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, dreh um, dreh um. Das war nicht so gut. Felika, erzähl doch mal, wie fühlt es sich jetzt tatsächlich an, hier zu sein auf dem Craft Attack Server? Ich check's doch nicht so ganz. Also, auch dadurch, dass ich gestern viel alleine war, hat sich eher so angefühlt wie so Singleplayer-Welt. Ja. Ich glaube, das krasse Feeling kommt dann nochmal, wenn man live geht und das so alles passiert. Hat man dich mit Chaos Flo schon bekannt gemacht? Nein. Nein. Ich sehe dir es. Wo? Da, wo ich hinschaue. Achtung, Creeper! Achtung, immer noch Creeper! Skelett, Achtung! Perfekt. Ah, gut, ich sehe. Ja. Warte, ich versuche hinzukommen. Ich hab Stuff. Hä? Ah, da oben. Oh, sogar mehr. Geil. Ja. Vielleicht nochmal? Nein, scheiße. Okay, schade. Verdammt. Aber zwei Stück. Ich habe jetzt 8 Stück. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Chestplate. Hast du deine Rüstung schon verzaubert, Digga? Nein, nein, nein. Da ist gar nichts drauf. Jetzt müssen wir irgendwie oben rum. Vielleicht ist im Mineshaft auch noch so ein bisschen Loot, bisschen Dias. So ein OP-Goldabfall. Oh, Gaps habe ich auch keine mitgenommen. Das wäre krass gewesen. Oh, die Höhle hier, die ist mega groß, aber ist halt irgendwie scheiße zum Diamantenfarmen, weil die ja mittlerweile im Deep Slate sind. Aber hier kommt man schnell in. Wo bist du? Hier sind bestimmt auch welche, oder? Wo bist du? Ich bin auf so einem Mineshaft-Ding oben drauf. Ah, okay, du bist da oben lang. Ich laufe jetzt gerade hier unten entlang und guck, ob es in eine größere Höhle noch weitergeht, im Deep Slate-Bereich. Ja. Oder ob hier Diamanten chillen. Aber, oh, hier ist eine Schlucht, von oben kommt Wasser runter. Also hier ist runter. Deep Slate, ich weiß nicht, ob das von eben ist. Alter, ist das ein Mega-Ding hier? Krass. Er hast du gut gefunden. Wo bist du? Immer noch bei dem Mineshaft-Ding. Ich werde auf der anderen Seite mal runterschauen. Die Höhle geht noch viel, viel weiter nach hinten. Ja, okay, ich komme in deine Richtung. Und da kommt wieder ein Warden-Bereich. Aua. Das ist halt zum Dias-Farm-Scheiße. Ja, eben. Eben. Aber es kann sein, dass hier noch welche rumchillen. Hier durch. Oh mein Gott. Oh, da ist eine Ancient City da unten. Boah, das wäre auch was, aber. Wow, lass da reingehen, oder? Boah, ja, okay. Da passiert nichts, Mann. Und selbst wenn, was verlieren wir? Dia-Zeug halt. Ja, das sollte an sich eigentlich kein Problem sein. Guck hier unten. Es kann halt sein, dass die schon gelootet okay, ist. Halt, ich weiß nicht, von wem die ist. In welchem Biom sind wir gerade in? Ja, gut, Deep Dark. Ich wollte wissen, welches oberirdisches Biom ist. Oh, shit, Alter. Wie heißt das? Das ist das, wo Rebi und G-Time bauen. Dann ist das. Nicht Mese, sondern Savanne. Echt sicher? Ja, ja. 100% ich sicher. Minimap. Ich sehe es auf der Minimap, ja. Ach so. Ja, dann ist es wahrscheinlich die clearen wollten. Egal, lass mal runtergehen. Ich nehme das Wasser wieder mit, spring rein. Lass einfach mal absteigen hier jetzt. Okay, Sneak aber so. Oh Gott, ich glaube, wir spawnen ein. Oder? Nein. Wir sneaken jetzt. Das müsste das dritte gewesen sein. Nein. Ja, das dritte, aber nicht hier. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen an Kisten kommen. Lass uns ein bisschen Wolle abbauen. Da sind übel viele Tiers, da! Ja, lass Wolle abbauen.
Okay, ja, smart. Weil dann können wir uns damit einbauen und Ja. sowas. Ja, verstehe. Ja. Okay. Jetzt wird's aufregend. Jetzt Boah, wird's das ist sogar spannend. noch krasser. Ja, Mann, Felika. Und ich habe Content für meine Folgen. Das Ja. ist geil. So, ich sneak mich da mal vor zu den Dias. Wir bewegen uns einfach immer sneakend, ja? Wenn Wolle gesetzt wird, wird es auch getriggert. Weißt du es? Nein, wird's nicht. Das wird nicht getriggert, okay. Also nur. Und wenn ich abbaue, auch nicht. Das heißt, ich könnte mich bei einer Kiste theoretisch Genau, mit einbauen mit Wolle kannst Wolle. du. Genau. Ja. Und du kannst auch diese Sensoren einbauen mit Wolle einfach. Ah. Ich weiß nicht, ob du genau oben drauf setzen kannst, ob das irgendeinen Sound macht oder so. Oh mein Gott, das waren 4 Diamanten. Ich habe jetzt 13 Stück. Ey, Felika, diese Runde, die hat sich gelohnt. Boah, Boah. aber ist ehrlich ein bisschen aufregend. Ja, Mann. Du hast noch. Scheiße, du hast noch keinen Tod, Felika. Oh nein, ich bring dich auch noch in Na, ich hab. Gefahr. Nein, 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 ich hab Shit. eigentlich schon einen. Der wurde nicht gezählt. Dann muss ich das bei Spark mal reklamieren, jetzt, dass der dir wieder dazugezählt wird. Nein, alles gut. Die hatten vorher die Kills angezeigt statt Tode. Deswegen. Wenn ich jetzt den Shrieker einbaue, oder muss ich die anderen Dinger einbauen? Diese mit den Zacken. Die kann ich einbauen, aber wenn ich Ja. die abbaue, macht es ja keinen Sound, oder? Also, du musst schauen, dass nicht zwei oder drei nebeneinander stehen. Okay, ich Weil check mal da. dann geht der Sound halt Ja, an den oh, da ist nächsten. einer, ja. Wenn der allein steht, kannst du den einfach abbauen. Ich tu den einen einbauen und den anderen abbauen. Das ist smart, oder? Ja. Ich habe den jetzt komplett mit Wolle umhüllt. Und den Ja, anderen baue ich dann könntest jetzt du den ab. eigentlich abbauen. Wenn das jetzt geklappt hat. Ja, hat geklappt. Oh mein Gott, Felika, geil. Stark. Das ist nice. Jetzt kann ich nämlich gechillt hier die Kisten öffnen. Nein! Hä? Was? 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 Irgendwo hat jetzt einer geschrien. Scheiße. Oh. Verdammt, Mann. Aber ich weiß nicht wo, weil der unter der Wolle kann es ja eigentlich nicht sein. Ja, die können halt auch irgendwie ein bisschen versteckt sein, dass man die halt nicht direkt Ach, sieht, so. Kacke. Okay, ich öffne die Kiste jetzt doch nicht nochmal. Da war eh, glaube ich, nicht so geiles Zeug drin, außer eine Pferd-Dia-Rüstung. Hey, hier ist nichts. It's Brads. Oh, sind die vielleicht auch hier? Das war lustig. Das ist bestimmt irgendwo Shit, anders. Mann. Ich check's nicht, von wo der das triggert. Hier ist eigentlich nirgendwo. Oh, da unten sehe ich auch noch Diamanten. Ich sehe nur den da unten. Aber das ist egal eigentlich. Hä? Dann baue ich jetzt den in der Wolle ab. Ja, wird Weil schon. vielleicht war es der. Ich glaube, wir hätten eh noch eine Verwartung frei vom Ding. Deswegen. So. Ja, okay, hat geklappt. Das war tatsächlich der, der unter der Wolle versteckt war. Was ich aber nicht checke. Ich habe den ja eingebaut. Aber Also scheinbar ich glaube, funktioniert es eigentlich nicht. sollte es dann nichts machen. So, ich sneak mich mal runter und baue den nächsten da ab. Wobei der sollte nicht getriggert werden. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich safe. Es sei denn, es ist hier unterirdisch noch was. Okay, hier ist Skulk. Nehmen wir mal Skulk mit. Den Sensor brauche ich nicht. Curse of Binding. Blast Protection. Ne, nehmen wir nicht mit. Bücher nehme ich mit. Knochen nehme ich mit. Fackel nehme ich nicht mit. Das ist scheiße. Jetzt baue ich da unten den Diamant ab. Einmal. Ich weiß nicht ganz, wie hast du dich mit der Kiste eingebaut? Ich habe mich nicht eingebaut. Ich habe einfach Okay. geguckt, dass ringsum kein Shrieker ist, den ich trigger. Die Frage ist jetzt, wo bist du? Ich glaube, ich bin am ganz anderen Ende. Ich habe mich jetzt in der Kiste eingebaut. Und es ist nichts passiert, glaube ich. Das ist ja gut. Ja. Ich laufe jetzt hier mal durch, aber halt übel vorsichtig. Hier hat jemand auch Deep Slate Bist gesetzt. du so einem höheren Turm in irgendeiner Ecke?
Hä? Das sind Hörst du das? So Türm. Nee. Ich hab grad so komische Sounds gehört. Hä? War grad übel seltsam. Also ich höre nichts. Ich dachte, ich höre Stimmen, oh, Alter. Ich habe auch was gehört. Wo? Über uns? Nee, aus der Mitte, oder? Also ich laufe gerade Richtung Portal, ich sneak gerade Richtung Portal. Ja. Könnte auch so Richtung Mitte gehen, theoretisch. Das waren doch Stimmen. Bei mir sind Dias. Stimmen. Glaube ich. Also Stimmen habe ich nicht gehört, ich habe nur so Sounds gehört. Ich dachte, da redet jemand, deswegen. Oh mein Gott. Ich habe einen Dia abgebaut, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Doch, jeder Dia bringt mich weiter. Dafür habe ich mich sogar eingebaut. Ja, ich habe 200 Wolle platziert für einen Dia. 200 Wolle? Abgerundet. Abgerundet. Also Swift Sneak wäre ganz geil, so als Enchantment. Ja. Ach so, stimmt, ja, dann könnte so man schneller. So ein Template. Ja. Okay, hier ist wieder ein Bereich, wo eine Kiste ist. Die versuche ich jetzt zu looten. Hä? Hier hat sich da einer eingebaut oder ist das strukturmäßig? Vielleicht haben die das auch schon gelootet, das kann halt auch sein. Ach Gott, wenn ich das jetzt hier abbaue, wird da was getriggert? Ne, komm, ich baue es. Ich wag's jetzt einfach. Scheiße, 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 scheiße. Kacke! Oh nein. Wenn jetzt der Warden kommt, renne ich. Du kannst eigentlich auch einfach wegsneaken, dann sollte eigentlich nichts passieren. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich traue mich nicht, diese Kiste zu öffnen. Ich hole mir da nochmal Wolle. Das ist viel zu spannend, Felika. Ja, ja, aber check das ist ich. Eine wahnsinnig gute Folge für YouTube. Von der Spannung her. Weil jetzt kommt gleich der Cliffhanger. Pass auf. Pass auf. Weil die Leute wollen jetzt genau wissen, was in dieser Kiste ist. Aber sie werden es erst in der nächsten Folge herausfinden. Also, ciao! Ja, schade.